Madrid zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Agrarkrise, industrielle Rückständigkeit, Streiks und Anarchismus erschüttern das Land. Doch etwas amüsiert die Madrilenen. König Alfons XIII., Großvater von Juan Carlos I., seit 1902 Herrscher über Spanien, gilt als Freigeist und Liebhaber fleischlicher Genüsse. Der König Playboy begeistert sich für ein heute gängiges und erfolgreiches Filmgenre, den Porno. Im Archiv der Filmothek von Valencia finden sich hunderte Filmrollen, die die Geschichte des Landes beinhalten. Sie offenbaren Überraschendes. Vor allem diese drei 100 Jahre alten Filme, die ein Hauch von Geheimnis und Skandal umweht. Noch ein Skandal? Im Spanien des frühen 20. Jahrhunderts ist der oberste Repräsentant von Tradition und Katholizismus, trotz aller Bemühungen um das Bild eines ehrwürdigen Königs, ein häufiger Besucher von Bordellen und Kabarets. Doch damit nicht genug. Es scheint, dass Alfons XIII. Zunächst Pornofilme importierte, die in europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland und Italien gedreht wurden. Bald schienen ihn die Themen dieser Filme aber zu langweilen. Daraufhin engagierte er über den Grafen von Romanones Produzenten aus Barcelona, die Gebrüder Baños. Sie erstellten im direkten Auftrag des spanischen Königs die ersten spanischen Pornofilme mit Themen, die dem Monarchen gefielen. Alfons XIII. Nimmt seine neue Rolle sehr ernst und mischt sich sogar in die Auswahl der SchauspielerInnen ein, deren Körper vom Ideal des heutigen Pornokinos weit entfernt sind. Doch das Engagement des Monarchen geht noch weiter. Es heißt, er habe an Drehbüchern mitgearbeitet und dass er Filme in Auftrag gab, die seine eigenen sexuellen Wünsche befriedigten. Es sind sehr spezifische Themen, in denen sich zum Beispiel Politik und Religion vermischen. Zwischen 1915 und 1923 produziert der König etwa 60 Filme, von denen heute noch drei Titel erhalten sind. In diesen Filmen macht sich das Enfant terrible der Monarchie über die Politik, das Bürgertum und den Klerus lustig. Die Satire ist tief in der spanischen Volkstradition verwurzelt. Die königliche Familie selbst wird in zahlreichen Publikationen verspottet, wie etwa in Los Borbones en Pelota, einer Karikaturensammlung von 1868. Ich denke, dass diese Filme, zumindest die drei erhaltenen, sehr gut in das Stummfilmkino der 20er Jahre passen, das sehr satirisch war. In diesem Kontext überraschen die behandelten Themen wenig: Korruption, Aristokratie und Klerus. Es heißt, dass Alfons XIII. Und der Graf von Romanones für ihre privaten Vorführungen hinter diesen Mauern einen ganz besonderen Filmclub organisierten. Im Königspalast fanden geheime Filmvorführungen statt, an denen Aristokraten, wichtige Politiker und Freunde des Monarchen teilnahmen. Da er die Filme in Auftrag gab, ist es wahrscheinlich, dass diese Filmvorführungen wirklich im Königspalast stattfanden. 1931 wird die Zweite Spanische Republik ausgerufen und Alfons geht ins Exil. Die Filmrollen verschwinden und geraten in Vergessenheit. Verloren, gestohlen oder vielleicht versteckt, werden sie erst Ende der 80er Jahre von dem Sammler José Luis Radó entdeckt, auf einem Militärstützpunkt in Saragossa. Wie sind sie denn da gelandet? Durch die Beziehung zwischen dem Königshaus und der spanischen Militäraristokratie. Man kann sich leicht vorstellen, dass diese männliche Umgebung, diese Macho-Erotik, diese militärische Atmosphäre ein Anreiz dafür war, diese Filme dort zu haben und anschauen zu können. Aber wie sind sie dorthin gekommen? Wer hat sie dorthin gebracht? Schreib eine Legende. Der explizite Inhalt der drei Filme hat nichts Legendäres an sich. Einmal mehr werden Frauen als Sexualobjekte dargestellt. Fellatio, Rimming, Cunnilingus, Sex auf öffentlichen Plätzen, halb bekleidet, halb nackt, die ganze Bandbreite dessen, was wir heute in Pornos zu sehen gewohnt sind. Wenn man bedenkt, dass das Kino damals noch in den Kinderschuhen steckte,
zeigen diese Filme eine erstaunlich solide Versiertheit. Es gibt bereits Parallelmontagen, Übergänge und auch subjektive Einstellungen. Stilmittel, die auch heute noch zur Sprache des Kinos gehören. Nach der Restaurierung der Filme Anfang der 90er Jahre reagiert ein Großteil des Publikums überrascht auf die erste öffentliche Vorführung. Es gab lautes Schnauben und häufig Laute des Erstaunens. Ich musste mir ein nervöses Kichern verkneifen, dachte an Alfons und sagte mir, was für ein Schelm.